Salvia Tutti, wir haben den Mittwoch, den 7. Dezember. Nikolaus war gestern, jetzt warten wir aufs nächste Jahr. Wir haben 17.36 Uhr. Hier gibt es gar nicht so viel zu sagen zu dem Index. Wir haben nach wie vor die Range. Oder mal, vielleicht fange ich hiermit an. Diese gedashte Linie ist das letzte Hoch, was wir hatten im August, was wir dann hier, was mein Fadenkreuz, hier am 10.11. überboten haben. Nur nicht, dass das durcheinander gebracht wird mit dieser Range, weil diese hier oben, die gedashte Linie, liegt auf der blauen drauf. Das ist vorneweg. Ich hole es mal näher ran, um das übel zu sehen oder zu besser zu zeigen. Wir haben nach wie vor die Range 14.590 oben und wir haben 14.149 unten. Das ist die Trading Range. Das sind 440 Punkte. Das ist echt nicht besonders viel. Und zwar haben wir das seit 19 Tagen, 19 Handelstagen. Das ist schon selten, also so eine Arbeitsverweigerung, wirklich, wirklich selten. Darüber hinaus jetzt auffallen, guck mal hier auf die Bänder, wie eng die jetzt sind. Wir haben einen Unterschied von, was war denn das, 424 Punkten. Das ist ein Witz, das ist das engste Band des Jahres. Das war ganz am Anfang, im Januar war das mal 600 Punkte, aber 424 Punkte ist super eng. Das heißt, der Freund bereitet hier was vor. Das obere Band liegt exakt mit diesem Range-Oberpunkt oder Oberkante bei 14.590. Und das untere ist ein bisschen höher als diese Range, auch wenn das hier nicht so klar rüberkommt. Also der Freund bereitet was vor. Lang lässt er sich das nicht mehr bieten, so wenig zu handeln. Wir hatten heute schon, ich glaube, es waren immerhin 150 Punkte. Hurra! Ja, das ist immerhin schon einiges, aber trotzdem ist es nicht viel. Volatilität so um die 20 und ein Viertel. Wir sind vom MACD her weiter leicht negativ. Wir sind von der Stochastik negativ, weil die baut sich aufgrund dieser Seitwärtsphase komplett ab. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es schöner sieht. Da gibt es kein Kaufsignal oder sowas. Die ist ja noch nicht überverkauft. Es ist einfach nur weiter nach unten gerichtet. Das muss es auch. Ich überlege die ganze Zeit, was hier die sinnvollste Strategie ist. Und als Optionshändler muss ich sagen, das ist ein sogenannter Strangle. Beim Strangle kauft man einen Call, einen richtigen Call, kein Zertifikat. Ein Call, der hier drüber liegt oder an der Basis hat von 14.600. Und man kauft einen Put mit der Basis 14.150. Folgendes Problem dabei. Man darf auf gar keinen Fall einen nehmen oder Calls und Puts nehmen, die irgendwie noch 4 Wochen Laufzeit haben. Wir haben jetzt auch noch ein paar Feiertage vor uns. Und das kostet jeden Tag sogenanntes Time Decay. Zeitwertverfall. Theta. Und deswegen ist es schwierig. Ich gucke auf Optionen mit einer Laufzeit von 6 bis 7 Monate. Und so auf Mitte Juni stellt sich das bei mir so dar, für diejenigen von euch, die bei Optionen oder von Optionen was verstehen, der Call hat eine Vola von 22,5 und der Put hat eine Vola von 19,5. Das ist gar nicht mal so teuer. Die Spekulation müsste übrigens dann sein, dass wir entweder deutlich hier drüber gehen oder deutlich hier drunter gehen. Nur dann macht es Sinn. Also ich bereite mich darauf vor, dass ich das machen muss. Ich finde, der Markt ist langweilig momentan. Ich selbst bin hier, also wenn ich in Zertifikate reingehe, nicht mit dem Hebel von 10 oder 20 oder 30 drin. So Tage handle ich mit 60er, 70er, 80er Hebeln. Sonst macht das keinen Spaß. Da bitzelt gar nichts. Und das funktioniert. Wenn es funktioniert, macht Spaß. Allerdings nehme ich auch das Volumen dann ein bisschen runter. Wir, wie gesagt, sehen von der täglichen Technik hier gar nichts Besonderes. Und er kann immer mal relativ schnell 100 Punkte hoch oder runter machen. Ich orientiere mich dann hier an den kürzeren Zeiteinheiten. Gucken wir jetzt mal 4 Stunden. Ist schon deutlicher abgebaut hier unten. Da sieht man sogar, wie die Bänder mal ein bisschen aufgegangen sind. Das kam durch den Bruch des 20er gleitenden Durchschnittes. Wir gelten auch als tief, aber noch ohne Kaufsignal. Wenn das hier positiv wird, ungefähr so wie hier, ja, und da haben wir nämlich dann, wo sind wir denn da gestiegen? Da war es 13.126 auf die 13.541. Auf sowas schaue ich jetzt hier. Aber um das fein zu tunen, muss ich noch eine Einheit runtergehen und dann gehe ich auf die 60 Minuten. Und die ist hier momentan, das ist das Problem, völlig neutral. Auch hier nichts zu wollen. Wir haben dann einmal so eine große Kerze und wenn man da Glück hat und macht nicht gerade ein Nickerchen, ist man vielleicht dabei. Oder sowas hier. Das war 14 Uhr, das war 16 Uhr.
also 14 Uhr vor ein paar Tagen, dann hat man vielleicht Glück dabei zu sein. Ansonsten schnarcht man hier echt weg. Das ist perfekte Zeit, um Weihnachtseinkäufe zu machen. Also von der Stunde her auch hier völlig neutral. Ich kann nichts machen. Sollte die Stunde ein bisschen weiter runterkommen, hier über die Stochastik oder vielleicht immer über das MACD, und sollte, jetzt gehe ich wieder auf 4 Stunden, der dann irgendwann mal leicht nach oben drehen, halte ich es für positiv. Ansonsten sind diese beiden Punkte hier oben, die 14.590 und unten die 14.149, sind für mich, eigentlich, da muss man Wecker stellen und vorher braucht man nicht unbedingt was zu machen. Von den 58.000 Scheinen, die es da so gibt auf den DAX, habe ich jetzt die rausgesucht. Und zwar, das ist falsch, was ich hier geschrieben habe, das ist ein Put, komme ich gleich drauf. Der Call, das ist ein 13.804er. Da sind wir also hier, und zwar unterhalb von diesem für mich sehr wichtigen Punkt 13.947. 13.804 ist im Moment ein 25er Hebel mit der GZ33YQ. Und das hier ist falsch, da habe ich mich verhauen, das heißt Put. Und das ist ein 14.888er. Gehe ich mal ein bisschen näher ran. Ja, also nicht näher ran, sondern mach mal das Bild ein bisschen größer. Das ist hier hinter, da ungefähr. 14.888, das ist die GK2SCL. Den Call nehme ich, wenn wir hier oben rausgehen. Oder wenn ich feststelle, dass wir halt hier unten liegen an der 14.149 und sie nicht brechen, weil dann mehr Volumen reinkommt, Unterstützung reinkommt, Händler, Investoren und was auch immer, dann nehme ich den. Oder halt, wenn wir drüber gehen und diesen 14.888er Put, den nehme ich, wenn wir hier oben sind, oder wenn wir es hier unten rausnehmen. Vielleicht wahrscheinlich, also ich gehe dann wahrscheinlich auch mit dem näheren oder mit dem höheren Hebel rein. Ich finde es langweilig, allerdings glaube ich, nochmal auf den Tag zurückzugehen, vor dem Hintergrund der sehr, sehr engen Bänder, glaube ich, der sucht seine Entscheidung bis Mitte nächster Woche. Und das passt da auch ganz gut mit dem großen Verfalltermin. Also entweder sind wir nächste Woche hier irgendwo im Bereich 13.800, oder 14.800, aber heute, hier und jetzt, am Mittwochabend, vermag ich das nicht zu sehen, ob wir drüber oder drunter sind. Für mich ist das hier sehr neutral in engem Band gefangen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.